Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und ja, wir stehen direkt vorm Rados Annex, dem Gefängnisturm. Und Judica muss ganz alleine da rein, weil alle anderen Schlappschwänze sind. Mal sehen, was uns darin erwartet. Ein leerer Raum. Und eine Falle. Ah, der Eingang ist versiegelt. Ah, so wie es aussieht, hat eine arme kleine Maus ihren Weg in mein Labyrinth gefunden. Was für eine missliche Lage für dich, hä? Und da ist Zava mal wieder. Du bist die Frau, die Lady Feder mit sich mitgenommen hat. Ist sie in Ordnung? Meine Güte, was für selbstlose Sorgen wegen diesen Göttinnen. Selbst wenn du selber in einer viel schlimmeren Situation bist. Wenn du es wissen musst, sie ist in Sicherheit. Und gut bewacht. Sie hat alle Annehmlichkeiten bekommen, die mir ein Gastgeber wie ich bieten kann. Die magische Barriere, die ihre Fähigkeiten versiegelt, eingeschlossen. Jetzt, wo ich dich genauer betrachte, bist du ein bemitleidenswertes kleines Ding. Na, die ist wirklich nett. Bemitleidenswert? Du bist ein Nachfahre einer dieser tollen Priester, oder? Und du hast trotzdem keine magischen Fähigkeiten. Was auch immer. Du bist ein ziemlich schlechter Gegner. Ich bin dir nicht sicher, ob ich dich auslachen oder weinen sollte. Du musst dasselbe fühlen. Irgendwann wirst du dein Leben verfluchen. Also versuche es nicht zu leugnen. Du hattest sicherlich ziemlich harte Zeiten in Ys, wegen deines Nachteils. Und trotzdem nimmst du weitere diese Herausforderungen an. Wahrscheinlich für den Rest deines natürlichen Lebens. Ja, vielleicht werde ich das. Aber ich habe geschworen, die Göttinnen zu beschützen. Ys zu dienen und zu beschützen. Weil ich daran glaube. Und nichts wird das jemals ändern. Ich werde immer loyal zu den Göttinnen sein und zu meinem Land. Magie hin oder her. Also nenn mich mitleidenswert, wann immer du willst. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass ich das Richtige tue. Das war eine tolle Ansprache. Ich denke, du bist jenseits jeder Hilfe. Also gibt es einfach keinen Grund mehr, weiter meinen Atem zu verschwenden. Aber da du den ganzen Weg hierher gekommen bist, lass mich dir meine Gastfreundschaft anbieten. Es ist sehr langweilig, diesen Annex zu bewachen. Ich könnte eine gute Show gebrauchen. Und sie beschwört den nächsten Miniboss. Lass uns herausfinden, wie laut du schreien kannst. Ja. Ein ziemlich leichter Miniboss eigentlich, wenn wir vorsichtig sind.
als ich jetzt gerade schon mal nicht war. Wenn er nicht mehr so in den Flammen steht, müssen wir näher an ihn rankommen. Wenn er sich jetzt nicht gleich gerade da drin verkriecht in seinem Käfig. Ziel will gelernt sein. Genau, wenn er sich da draußen versteckt, nämlich können wir einfach mal auf den Kopf schlagen. Wenn er sich im Gegensatz da drin versteckt, müssen wir ihn mit dem König angreifen. Wow, muss ich den Energiekugeln ausweichen. Und seinen Blitzen. Okay. Darf es nicht. Da. Und ich vergesse, dass wir einen Doppelsprung haben. Wow. Vorsicht vor den Energiekugeln. Oh, jetzt kommen diese heftigen Tornados hier. Die müssen wir definitiv ausweichen. Oh. Und mal den Boost einsetzen. Und nicht unbedingt in den Blitzen stehen bleiben. Ah, jetzt machen seine blöden Wächter dieses Muster, das mag ich ganz und gar nicht. Ah, jetzt schießen sie auch noch. Ja, vorsichtig sein. Der Boss selber ist eigentlich ziemlich einfach, weil er nicht besonders viel macht, außer Blitze daran schleudern. Aber seine Wächterfiguren, die machen schon große Schaden, wenn sie nicht aufpassen. Ja. Komm, zeig dich. So. Haben wir ihn ja schon ziemlich weit runter. Jetzt bewegen sie sich bei den Wächtern auch noch so komisch und schießen. Oh, ich sehe gerade, mein Boost ist wieder voll. Dann kann ich den ja mal wieder benutzen. Dass sie nicht leichtsinnig werden. Da, ausweichen. Ja. Komm, zeig dich. Komm, ich werde ja nicht mehr besiegen. Okay, heute macht der Muster, die habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht war ich einfach dieses Mal etwas langsamer, bin da wirklich zu besiegen. Ja. Zeig dich. So. Und gleich haben wir ihn besiegt. Genau. Sehr gut. Zwischenboss weg. Ich habe es geschafft. Und darüber wird Sava sicherlich nicht besonders froh sein. Nein, das kann nicht sein. Wie konntest du nur meinen wunderschönen Vertrauten besiegen?
Siehst du, das ist einer der Vorteile, wenn man keine magischen Fähigkeiten hat. Ich habe ziemlich viel damit verbracht, mit Kampfäxten und dem Fa Schwert meines Vaters zu trainieren. Ich bin vielleicht eine Maus, wenn es darum geht, wenn es um Verzauberungen geht. Aber ich bin die gemeinste Maus, die du jemals sehen wirst. Das sage ich, spreche ich jetzt mal lieber nicht aus, dem Fluch, den sie das sagt. Aber den Rest. Du denkst, physikalische Stärke allein reicht aus? Wenn es darum geht, dich um deinen Platz zu verweisen, muss ich wohl selber gegen dich kämpfen. Das reicht, Zava, sagt deine Stimme. Was, Bester? Lord Dennis? Du sollst dich von diesem Ort zurückziehen. Sie können den Ratus Annex haben. Ja, mein Lord, aber stell meine Befehle nicht in Frage. Es gibt Vorkehrungen zu treffen. Ihr meint. Ja, und ich brauche deine Unterstützung. Kommt zur Turmspitze sofort. Verstanden, mein Lord. Ich werde mich beeilen. Warte. Und da. Yudikatova war es. Nächstes Mal werde ich dich besiegen. Bereite dich auf mich vor. Und das war's. Da ist sie weg. Warum sollen die sich zurückziehen? Das macht keinen Sinn. Was geht nur vor? Ja, und die Tür ist immer noch versiegelt. Aber dafür haben wir den Ratus Annex erobert. Und können uns hier hochbegeben. Oh, das sieht nicht gut aus. Die Dämonenfratze oder die Teufelsfratze. Selbst ich kann sagen, dass hier sehr mächtige Magie auf dieser Tür lastet. Das macht mir Angst. Garantiert wird Lady Fina dahinter gefangen gehalten. Warte. Und da ist Cadena schon wieder. Gott sei Dank, das Siegel am Eingang ist endlich zerbrochen und wir wussten nicht, was wir hier drin finden würden. Es tut mir leid, wenn ich euch Sorgen gemacht habe. Es ist okay. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Als die Barriere auf einmal hinter dir aktiviert wurde, habe ich das Schlimmste befürchtet. Aber ich sollte es besser wissen. Du bist immerhin Commander Torvas Tochter. Ich habe die lila Muschel benutzt, um Galleon mitzuteilen, was passiert ist. Ich wünschte, du hättest es nicht getan. Ich habe es von außerhalb beobachtet, wie du den Spieß bei dieser Zava umgedreht hast. Du bist erstaunlich, Yudika. Ich war auch sehr überrascht. Du scheinst ziemlich viel Glück zu haben, lacht sie. Ich denke, ich werde eine neue Nachricht losschicken, um dass keiner in Panik verfällt. Sie werden wahrscheinlich die guten Nachrichten willkommen heißen. Währenddessen solltet ihr beide gucken, dass ihr diese Tür aufkriegt. Na, was stimmt nicht mit dieser Tür? Also einfach gesagt, das ist keine Art von Tür, die man einfach öffnen kann. Du fühlst es auch, Hugo, oder?
ich natürlich. Es ist definitiv die Quelle dieser grauenhaften Energie, die wir von außen gefühlt haben. Die Verzauberung, die hier platziert wurde, reicht einfach aus, um mir die Nackenhaare zu Berge stehen zu lassen. Was? Ernsthaft? Ja, und Hugo versucht gleich mal den Feldtest. Wie ich gedacht habe, ein sehr starker Fluch ist auf dieser Tür. Erinnerst du dich daran, Cardena? Lass mal sehen. Aha, und sie versucht's auch gleich. Ja, es ist definitiv mächtig. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch... Ich weiß nicht, wie du noch stehen kannst, nachdem du es berührt hast, Hugo. Reinzukommen ist keine einfache Aufgabe. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob wir es wirklich öffnen können. Ja, liebe Zuschauer, an der Stelle mache ich mal wieder einen Cut, da ich schon längst wieder über meine 15 Minuten bin. Dann sehen wir uns gleich wieder vor dieser Tür. Bis gleich.